Oh Mann. Weißt du, aus welcher Richtung du kommen wirst? Also wenn ich... Ach, warte mal kurz. Moment, 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 Moment. Wo finde ich das Ding jetzt? Black Forest, Old bla bla bla. Eieiei. Welches Schloss war das denn jetzt? Was? Lars, wundere dich nicht, ich hab dich mal eben hier, wie nennt man's, befördert. Und dann starte ich mal eben meinen Eumel hier neu. Jo, starte mal dein Eumel neu. Gut, bis gleich. Gute Idee von bis dir. Gleich. Mit deinem Eumel. User disconnected from your channel. Also ich sehe immer noch die Hangarhallen von hinten von Grishino aus. Okay, okay. Also zumindest mit ranzoomen. Ja. Da geht das ganz gut. Jetzt ist natürlich, das ist jetzt interessant, wo ich jetzt bin. Wenn es Devil's Castle ist, dann bin ich direkt über Grishino. Also Devil's Castle, ich würde nicht auf den großen Turm gehen. Ja. Ja, ich weiß. Dann wäre ich natürlich direkt nordwestlich von dir. Beziehungsweise, ja, doch, nordwestlich von dir. Ich hoffe, dass es das ist und ich versuche mal jetzt rumzukommen hier. What the fuck, lief da drüben oder was? Was? Ich hab den Eindruck gehabt, da drüben lief was. Steht da einer am Baum oder ist das nur ein anderer Baum? Kenne ich von hier aus nicht. Tja, bewegt sich nix. Sehe ich jetzt schon Leute? Es ist schon soweit. Hörst du schon Stimmen? Nee, soweit ist es nicht. Also doch, dich. Ja. Hilf, ich höre Stimmen, sehe aber niemanden. Oh Mann. Schade. Ja, sonst wander doch mal ein bisschen rum. Abenteuer und so. Ja, aber wenn ich jetzt hier großartig weglaufe, dann findet ihr mich niemals. Ich hab grad eine rote Kette. Gut, das hilft beim Finden. Ich hab Eisenbahnwaggons gefunden. Ich kann mal reingucken. Da was drin. Wo sind denn die? Eisenbahnwaggons? Bist du etwa da, wo Dingens mich letztens abgeholt hat? User joined your channel. RWB. Warum haben wir das beide so komisch gesagt? Weil komisch seid. My stomach grumbled. Oh, voll für dich. Apfel, davon hast du zwei Stück und die sind beide frisch. Badly damaged. Was? Hör auf. Alter Vater. Oh Mann, hier kommt keiner. Schade. Bist du heute in Tötungsstimmung? Ja, irgendwie muss ich meine Aggression von der Arbeit heute rauslassen, glaube ich. Apropos Arbeit, wie sieht es eigentlich aus mit einer... Ich habe da so eine Frage. Nicht heute. Die beantworte ich dir nachher nach der Aufnahme liebend gerne. Um es mit Frau Merkel zu sagen, ich schaue mir das nochmal an, ich melde mich nochmal bei Ihnen. Das ist für mich leider Neuland. Ja, genau. Man geht von einer geringen Geschwindigkeit aus. Genau. Ich habe das Gefühl, ich laufe echt blöd gerade. Ich glaube, ich muss über den Berg rüber, sonst sehe ich nichts. Aber ich bin in der Nähe, ich weiß es ganz genau. Ich hab gerade einen ausgetrockneten Fluss oder sowas gefunden. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass
ich in deine Richtung laufe und laufe einfach mal irgendwo hin. Müsste gen Osten sein. Gen Osten? Dann laufen wir gen Nordosten. Welche Position hat die Sonne gerade zu dir? Wenn ich jetzt den Berg hochlaufe, dann ist sie links von mir. Alles klar. Wo ist sie bei dir? Rechts. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Die ist hinter mir. Ja, das muss ja nichts heißen. Du bist ja wo ganz anders. Nö, eigentlich nicht, oder? Nee. Also zumindest war er vorher noch auf dem Weg hierher. Ja, okay. Ja, weiß, ich habe eine Orientierung wie, ja. Totes Frettchen? Richtig. Gut. Der Bockwurst im Glas. Ich bin so. Im Wald. Wald ist gut. Ich sehe Wald. Ja, ich bin im Wald. Und das ist prima. Ich laufe gerade ein bisschen übers offene Feld. Nee, offenes Feld habe ich jetzt noch nicht so richtig vor mir. Obwohl doch so langsam. Warte, da kommt was. Egal was es ist, nicht drauf schießen. Ungefähr 1000 Wälder und 1000 offene Felder in diesem Spiel, aber gut. Ja, aber wenn die Sonne schon links vor dir ist und von mir rechts... Ja, kann so verkehrt nicht sein, hast du recht. Ja, also die ist so leicht rechts über meine Schulter irgendwie, würde ich sagen. Was soll ich sagen? Henrik? Lars? Henrik? Mit... Ja, das weiß ich ja, aber das spricht sich so schlecht. Genauso wie Charcoal-Tabletten, meinst du? Richtig. Ja, das gibt's. Was gibt's denn? Naja, ja, was ist denn jetzt? Ja, ich schaue mir gerade das Konterfei von Starry Sobor an, wo Daisy drin steht und oben warte ich schon wieder auf Horst. Oh Mann. Oh, Starry Sobor, ne? Zumindest so aus wegen der Halle. Ja, ich denke schon. Der Baum da, der kommt auch ziemlich bekannt vor. So, jetzt komme ich aus dem Wald raus so langsam. Okay, ich in den Wald rein. Oh, da war Yubi. Wie siehst denn du aus? Helmmaske, also meine weiße Atemmaske. Sehr spezifisch. Achso, okay. Ich laufe mit meiner Mosin in der Hand rum. Ich bin knallorange und habe Trekking-Motorradhelm auf, aber ich weiß nicht, ob wir uns jetzt sehen, weil... Also 875.000 verkaufte Kopien. Uiuiui. Aha. Sag mal, wo bin ich denn hier? Nicht da, wo ich bin. Nee, ganz sicher nicht. Oh, warte mal kurz, was ist das hier? Uiuiuiui, das kann, Das kann nur? Das kann nur Schlimmes bedeuten hier. Nein, ich hab keine Ahnung, warte mal. Ich muss ja im Ortsschild finden, sonst bin ich gleich ganz genau, verwirrt. Mitten in der Walachei, so. Mit Kirche und so? Nee, gar nicht. Okay. Warte mal kurz. Da ist ein Schild. Obwohl, doch, da ist eine Kirche, aber erst da hinten. Moment, und mit so einem Ball drüber und sowas allem? Ball sehe ich gerade noch nicht. Also du weißt, was ich meine, ne? Ball. Ja. Mi, was ist das? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. So ein bisschen, als wenn irgendwie eine Firewall das blockt, aber warum sollte es auf einmal so sein? Keine Ahnung. Ach du Schande. Ja? Ich bin da hingekommen. Wo bist du? Ich bin in Pulkovo, das ist unter Rogovo. Und das wiederum ist sehr weit südlich von dieser Militärbasis, wo wir neulich mal waren. Also sprich auch südlich vom Airfield. Ich würde jetzt mal versuchen, nach Starry Sobor zu kommen. Oh, diese Karte, ey. Wo bist du gerade? Was sagtest du? Pulkovo. Gucken, ob ich das hier auf der Karte habe. Wenn du zwischen... Also du siehst die Militärbasis, du siehst Cabanino vielleicht. Das ist alles südlich vom Airfield.
Ne, ich sehe leider nicht so viel, ich habe nicht genug Karte quasi. Ach so, Entschuldigung, ich bin gerade auf der... Ich cheate gerade, ich bin gerade auf der Online... Ja, ja. Ja, okay, weißt du denn, wo du bist? Nicht so richtig. Okay, okay. In welche Richtung bist du denn jetzt die ganze Zeit gelaufen? Warte, kann ich dir ganz genau sagen, wenn ich das Knöpfchen drücke und das noch? Südost. Mehr Ost als Süd. Südost, mehr Ost als Süd. Dann müsstest du ja quasi schon in... Boah, irgendwo bei der Militärbasis müsstest du ja sein. Cavanino, Vibor... Na, Militärbasis bin ich eigentlich... Also, zumindest wenn wir jetzt von dem Airport reden, dann bin ich ja da eigentlich weg. Nee, die südlich vom Airfield. Ah, okay. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch gerade mitten in der Walachei. Okay. Ach Gott, Henrik. Dann such doch mal die nächste Ortschaft und such ein Ortsschild und sag mir, wo du bist ungefähr. Jo. Weil dann können wir das so ein bisschen koordinieren. Bye, warte mal kurz. Das ist echt seltsam aus hier gerade, dieses Ortsschild. Gegen die Sonne laufen ist echt mal ätzend. Pulkovo, doch, Pulkovo, da bin ich, ja. Kein Zweifel, schade. Ich gehe jetzt mal in den nächstgrößeren Ort. Ich hoffe, das ist einer, der in Richtung Norden liegt. Die Sonne ist jetzt hinter mir. Bei mir genau vor mir. Bitte? Bei mir genau vor mir. Ich laufe quasi direkt auf die Sonne zu. Und du läufst in Richtung Süden, oder was? Ja. Das ist gut, weil dann laufe ich richtig. Das heißt, wenn wir jetzt lang genug gerade auslaufen, sollten wir uns irgendwann treffen. Naja, es sei denn, wir sind auf völlig verschiedenen Längengraden. Ja gut, klar. Keine Ahnung. Geografie. Ich kann einfach irgendeine Straße lang. Für mich wäre überhaupt ein Anhaltspunkt mal toll. Straßen sind immer gut, ne? Also sollten wir auf jeden Fall. Ich höre hier irgendwo einen Zombie gurgeln. Alter, gurgel nicht so. Googeln? Gurgeln. Nicht googeln. Ein Zombie am Googeln. Auch Hannibal leckt das Menschenfleisch-Rezeptbuch. Als Fastfood-Variante. So, jetzt schreibt mir Henrik gerade eine SMS. Ich glaube, er hat ein Problem. Ja, könnte sein. Er startet seinen Router neu. Oh Gott. Das musst du dir jetzt unbedingt noch per SMS sagen. Unbedingt, anscheinend, ja. Siehst du so irgendwie so eine große elektronische Überführung? Ich weiß gar nicht, wie heißen die denn? Diese Starkstromleitung, die da so... Ja, Hochspannungsmasten. Ja, ja, cool. Da ich auch auf jeden Fall. Ja, yeah, cool. Und was siehst du denn sonst noch so? Noch nicht viel. Gut. Ich laufe hier gerade neben so einen kleinen Feldweg her. Okay, ich laufe neben der Hauptstraße. Nein, nicht Hauptstraße, aber eine geteerten Straße. Alles klar. Und, also ich bin jetzt schon unter diesen Hochspannungsmasten da durch. Ja, ich laufe da gerade drauf zu, also weit ist es nicht mehr. Sag mal, ist auf einer von deinen Flanken ist da irgendwo dieser große Turm von Green Mountain, dieser geringelte, rot-weiß geringelte Turm. Siehst du den irgendwo? Nee, ich kann aber auch nicht so richtig weit gucken gerade. Also bei mir ist der so in, na, ich würde mal sagen, so 700 Metern oder was. Aber auf der linken Seite, sprich nach, oh Gott, jetzt mal überlegen, nach Osten. Östlich von mir ist dieser Turm. Und jetzt bin ich gleich in einem anderen Ort, der heißt... Bordschild. Also ich sehe gerade gar keinen Turm irgendwie. Aber komisch. Vielleicht bist du ja doch westlich von mir. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn du südöstlich gelaufen bist. Wäre komisch, ne? Wäre sehr komisch. Ich sehe da hinten so ein Drahtturm sozusagen, irgendwie so ein... Oh, echt? Ja. Natürlich crazy, weil den habe ich vorhin gesehen, als ich noch ganz woanders war, gefühlt. Also ich laufe jetzt einfach mal die Masten in Richtung... Moin. 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 Na komm her, Kompass. Ich starte neu jetzt nochmal. Also ja. Das Spiel. Oh.
lauf gerade in Richtung Osten den Dingern hinterher. Also der Starkstromleitung oben. Oder Hochspannungsleitung oder was auch immer. Okay. Keine Ortschaft in Sicht bei dir? Leider nein. Die Starkstromleitung ist ja jetzt auch auf der Karte zu sehen, ne? Bist du ja, ne? Ja, ich bin ja auch bei der Starkstromleitung, allerdings ist die auch, glaube ich, recht lang. Ja. Die Station wäre toll. Ich hätte irgendwie schon lange auf dem Dorf treffen sollen, aber irgendwie... Alter, die Karte passt auch nicht mal eben auf und zu, also die Ingame-Karte. Nee,